Liebe Zuschauer und Freunde, die Krieger des ökologischen Klassenkampfes machen mal wieder mobil. Diesmal im Fokus der Ökokommunisten SUVs. Spritfresser, Klimazerstörer oder andere Bezeichnungen werden den Fahrern an den Kopf geworfen. Und was ist das Allheilmittel der ökologischen Umerzieher aus eigentlich allen anderen Parteien außer der AfD? Natürlich mal wieder höhere Steuern und Strafgebühren für alle, die nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und die böse Industrie? Die muss sowieso strenger kontrolliert und staatlich gelenkt werden. Natürlich für den Klimaschutz und so. Doch wie relevant ist das neue Push-Thema der Grünen, deren allwissende Vorsitzende der Meinung ist, Batterien verwenden Kobolde und Stromnetze könnten Strom speichern? Zu den Fakten. Deutschland setzt jährlich ca. 800 Millionen Tonnen CO2 frei. Hiervon entfallen ca. 20%, also 168 Millionen Tonnen, auf den Bereich Verkehr. Und 115 Millionen Tonnen entfallen auf die PKWs. SUVs hatten im vergangenen Jahr einen Anteil von knapp 7% aller PKW. Bei einem unterstellten Mehrverbrauch von maximal 20% gegenüber dem Durchschnitt sind das 9,7 Millionen Tonnen CO2. Würde man jetzt, so wie es manche wollen, alle SUVs sofort verbieten und durch normale PKW ersetzen, spart man ca. 20% dieses Wertes ein. Das sind 1,6 Millionen Tonnen CO2. Auf die Gesamtmenge des CO2 in Deutschland bezogen, diskutieren wir hier also über 0,2%. Und dieser verschwindend geringe Anteil wird nun genutzt, um neue Steuern zu fordern und die Menschen im Land auf Basis von Neid und Missgunst gegeneinander aufzuhetzen. Nicht mit uns. Wenn in anderen Parteien wirklich an der Einhaltung von gesetzlichen Zielen der CO2-Reduzierung liegen würde, gäbe es andere technische und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Auf die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der CO2-Gesetze möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, sondern ich beschränke mich auf den faktischen rechtlichen Zustand. Wenn der CO2-Ausstoß verringert werden soll, helfen keine SUV-Verbote oder Elektroautos. Denn der Strom für Elektroautos kommt nicht aus der Steckdose, sondern wird mit dem deutschen Strommix erzeugt. Und da, dank der Grünen, die Atomenergie beseitigt wurde, bedeutet dies aktuell Grundlast aus Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken mit entsprechendem CO2-Ausstoß. Und da Stromnetze, eben anders als von den grünen Kobold-Experten behauptet, keinen Strom speichern können, sind die stark schwankenden regenerativen Energieformen derzeit nicht grundlastfähig. Das heißt in der Praxis, geht es gar nicht. Manche sagen, noch nicht. Ein klares Konzept, wie der Strom jemals in Deutschland CO2-frei erzeugt werden soll, hat mir jedenfalls noch niemand plausibel erklären können. Doch wie lautet unser Lösungsvorschlag? Ganz einfach, synthetische Kraftstoffe. Bei synthetischen Kraftstoffen wird durch technische Verfahren CO2 aus der Umgebungsluft oder aus Abgasen mit Hilfe elektrischer Energie, zum Beispiel in künstlichen Diesel, umgewandelt. In synthetischen Diesel. Der Umgebung wird also zuvor genauso viel CO2 entnommen, wie durch die spätere Verbrennung wieder freigesetzt wird. Synthetische Kraftstoffe sind also vollkommen CO2-neutral. Doch damit nicht genug. Es ist doch vollkommen egal, ob diese von einem Euro 4 Diesel oder einem Euro 6 Diesel verbrannt werden. Sie bleiben vollständig CO2-neutral. Und Fahrverbote wären von heute auf morgen hinfällig. Bestehende Infrastruktur könnte weiter genutzt werden und hunderttausende Arbeitsplätze wären gesichert. Doch dann könnte man natürlich keine weiteren Steuern oder sonstige staatliche Eingriffe fordern, weshalb die Ökostalinisten diese pragmatische technische Lösung nicht unterstützen. Wir, die AfD hingegen, steht nicht für Enteignung der Bürger, sondern für technischen Fortschritt und die Freiheit der Bürger. Wir wollen eine Politik, welche gute Rahmenbedingungen für technischen Fortschritt und Entwicklung schafft. Und wir wollen eine Wirtschaft, in welcher der Bürger das für ihn persönlich sinnvollste Produkt kaufen kann, statt einer sozialistischen Planwirtschaft, in der man Produkte einfach verbietet. Wir sind die Alternative. Vielen Dank.